So, willkommen zurück. Wir fahren wieder die Rücktour, wie versprochen, ohne Licht. Denn Licht brauchen wir nicht. Das reimt sich in... Naja, wollen wir mal schauen. Ah, ja, machen wir auch aus. Wir müssen ein bisschen Batterien sparen bei dem alten Fahrzeug. Warum ist der Blinker nicht an? Keine Ahnung. So, jetzt ist der Blinker auch an. Der sehr entspannte Blinker, kann man ja sagen, ne? Der ganze Bus ist etwas entspannter. U-Bahn-Reisen. Ja, ich habe die Textur natürlich noch nicht verändert, weil ich direkt die Rücktour fahre. Mit unserem coolen Auto hier. Und wir fahren ab. Oh, jetzt ist schon wieder eine zu uns gesellt. Und diesmal ganz vorne. Das heißt, hier ist tatsächlich noch ein Platz. So, wie gesagt, wenn du mit mir sprechen willst, mach das. Eigentlich gar kein gemütlicher Platz, aber ein cooler Platz. Ich würde mich auch da hinsetzen. Ich hoffe, du lügst nicht, dass du blinkst. Aber du blinkst tatsächlich. Ach, scheiße. Jetzt habe ich wieder schon zu busmäßig gedacht. Ich bin nicht drin hier mit Auto. Und der Wendekreis ist generell nicht so gut von diesem Fahrzeug. Oh Gott, der Wendekreis ist scheiße. Aber es geht. Es passt. Einschätzen kann ich ihn überhaupt nicht. Weil er eine komplett andere Länge hat wie so ein Bus und komplett anders ist. Und der ist eigentlich wie ein Auto. Ein etwas größeres Auto. In der letzten Folge habe ich ihn ja mit einem Sprinter verglichen. Ja, so kann man es am besten, glaube ich, vergleichen. Als Sprinter. Es ist ein coolerer, besserer Sprinter. Und ein bisschen mehr als Bus wie ein Sprinter. Immer wieder raus. Taxibus. Moin. Flachglas heißt die Haltestelle, lese ich gerade. Das für ein beschissener Name. Komisch, auf der Rückfahrt haben wir mehr Gäste. Vielleicht, weil es eher vor Rückfahrt, also weil es auf der Hinfahrt, wollte ich eigentlich sagen, geregnet hat. Ich finde das auch witzig, dass der eine Tür in der Mitte hat. Ah, die läuft noch ein bisschen ungesund. Muss man mal einrenken. Da habe ich schon wieder viel zu busmäßig gedacht. Habe ich auch sofort gemerkt. Ich wollte den Überhang nutzen, aber hier gibt es keinen Überhang. Das muss ich mir echt mal in den Kopf fassen. Ich sollte ein bisschen nachdenken beim Fahren. Und echt würde man nachdenken. In echt würde man das auch merken, dass es was ganz anderes ist. Aber hier in Omsi merkst du nicht direkt, dass es was anderes ist. Ich finde, hier sieht das fast ohne diesen Grafik, ohne SweetFX besser aus. Ja, weil die Scheibe das so komisch macht, das Bild. Die Reifen sind auch geil, ne? Oh mein Gott, fahren sie scheiße. Okay, wir fahren vorsichtiger. Wird gemacht. Sie haben recht. Der ist aber laut von außen. So, wenn ich F3 jetzt drücke, ist er eigentlich gar nicht so laut. Was sieht cool aus, wenn ich Lichthupe mache. Ein echt interessanter Bus, muss man echt sagen. Ne? Nicht gefälscht, sondern echt.
Aber meinen Kollegen grüßen. Der Hupe kannst du echt die Kollegen grüßen. Wobei die eigentlich gar nicht erlaubt wäre in Deutschland. Vielleicht wäre das sogar in dem Falle erlaubt, weil das ein Oldtimer ist. Vielleicht würden die da sogar eine Ausnahme machen, aber ich glaube nicht. So rein. Aber ich kann hier noch bleiben, ne? Obwohl, ja, vorne parken sowieso Leute. Das heißt, wir fahren schon mal links rüber. Haben wir einen Warnblinker? Also, haben wir, aber... Also, das war Fernlicht, Entschuldigung. Der Knopf hinterm Lenkrad sein, den ich natürlich jetzt nicht sehen kann. Haben wir überhaupt jemanden im Bus? Mal ganz blöd gefragt. Ja? Omi und Mutti. Diese Scheiben sind auch cool. Die sind irgendwie riesig für so einen kleinen Bus. Boah, das hört sich ja cool an. Aber man sieht hier, dass die Scheiben bläulich sind, ne? Die Tönung von damals, bläuliche Scheiben. Na komm. Bottroper Straße. Ist auch ein Taxibus, ich kann es nicht lesen. 91. Warte mal, wieso hast du grün? Du kannst nicht grün haben. Das geht nicht. Wie dumm wäre denn die Ampelschaltung dann bitte? Lol, wir haben grün. Oh mein Gott, das ist die Linksabbiegeampel. Das ist mir doch ein bisschen zu laut. Das ist so schon deutlich angenehmer. Als ob das so einen krassen Unterschied macht. Dann sind die Fenster aber echt gut geisoliert. Du holst raus, sehr schön. Der Bus ist generell ziemlich niedrig, ne? Die Leute müssen sich auch immer den Kopf einziehen. Mal die Leute grüßen, eventuell, dass sie noch mitnehmen. Für Kinderwagen und so wäre der Bus natürlich nichts. Also als Anrufsammeltaxi kannst du diesen Bus mal nehmen. Sorry, ich habe keine normale Hupe, ich habe nur diese lächerliche. Anders kann ich euch nicht verjagen. Enthalt! Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Der stinkt auch bestimmt schön, der Bus. Ja, danke, dass ich die Tür öffnen darf. Oh, wir sind leer. Okay, wir wünschen jemandem einen schönen Tag. Also wünschen wir schon, aber... So, jetzt machen wir nochmal schön Werbung für Urban Reisen hier. 4 Urban Reisen, ne? Aber ich finde, Urban Reisen ist auch so der coolste Betrieb, wenn man mal das vergleicht, was sie an dem Fuhrpark haben, so.
Wow. Danke, Kollisionsbox. Box. Jawohl. Oh, durchdrehende Reifen. Ja. Wo parkt der denn Nico jetzt? Ich kann ja auch auf diesem Parkplatz parken. Ich bin ja noch ein Auto, ne? Also rein theoretisch bin ich... Hui! Du kleiner Hund. Also ich würde mich jetzt als Auto einstufen. Scheiße, Wendekreis. Ah, jetzt habe ich genug Autos mitgenommen. Ab auf den Parkplatz. Ja, komme ich auch auf. Ich kaufe ja auch was. Ich wollte sowieso noch Süßigkeiten hier mir kaufen. Schokolade. Aber da machen wir ja gar keine Werbung mehr für Urbanreisen. Hä? Lol, das ist der offizielle Weg? Verarsch mich nicht. Verarsch mich nicht, ey. Das ist ja wirklich der offizielle Weg. LOL. Als ob hier ein Bus langfährt über diesen Parkplatz. Was wahrscheinlich, weil da hinten gebaut wird, ne? Ja gut, Taxibus. Da fährt ja kein Gelenkbus, da werden nur Solobusse fahren. Aber trotzdem, das ist doch nicht für Busse ausgelegt. Hier ist doch viel zu eng. Ich glaube, das ist, weil da hinten gebaut wird. Wenn ich ehrlich bin. Ja, mal, schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ihr das wisst. Ob das in echt wirklich genauso ist. Das kann ich mir echt nicht vorstellen, eigentlich. Also, ob das auch genauso eng ist hier. Oder ob das quasi nicht 100% richtig gebaut wurde. Weil, guckt euch das mal an. Selbst ich mit diesem relativ schmalen kleinen Bus verbrauche fast die ganze Spur schon, ne? Kann ich doch parken. Das sieht mir doch wie ein astreiner Parkplatz aus. Können wir dann auch noch von da umdrehen? Aber da kann ich, glaube ich, nicht parken, weil da werden Leute stehen. Also, ja, guck, die fahren nämlich genau da lang. Wobei, ja, die fahren aber nicht hier lang. Hier könnte ich parken. Ja, ich parke auf dem Fußweg. Das werden die mir schon erlauben von der Sparkasse. Ich habe einen coolen Bus. Und ich mache gute Werbung für Urbanreisen. Obwohl das immer noch viel zu klein ist, das Logo. Und hinten eins fährt und vorne auch. Dann wäre es richtig gute Werbung. Aber ich glaube, so ein Bus ist definitiv ein Blickfang. Da wird sich mindestens jeder zweite für einmal umdrehen und gucken. Oldtimer sind ja schon blickwert, aber so ein Oldtimer-Bus ist ja noch viel cooler. Wann sieht man sowas mal? Eigentlich nie, ne? Und dann noch so einer, nicht so ein langweiliger O405 oder so, der noch sowieso kein Oldtimer ist. Oder ein langweiliger O305, der ist ja richtig was Besonderes. Dann noch aus dem Amiland. Ah, bleiben wir so stehen. Schon gut. Bisschen Luft. Luften. So, ist gut. Also, meine Damen und Herren, das war's mit dieser Folge. Gute Reise, gute Besserung. Ratiofarm, gute Preise, gute Reise, gute Besserung. Okay, das war mal der Ratiofarm-Rap. Meine Damen und Herren, das macht eigentlich ein cooles Bild hier. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Schaut rein. Tschüss und bis zum nächsten Mal.